Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 30. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das Wissen von indischen und von chinesischen Astrologie übernommen. Es ist nichts anderes als eine Mischung von beiden. Die tibetischen Astrologen berechnen die Horoskope genauso wie die indischen Astrologen auch. Sie berücksichtigen die Präzession, ist auch eine sehr präzise Berechnung. Ihr könnt es vergleichen, so wie die Astronomen das auch berechnen. Aber es ist eine andere Berechnung. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr, zeigt die Monatsthemen. Und es ist immer noch die Tierkreiszeichen Stier. Und genau in die Richtung sollen wir schauen. Und Stier zeigt uns etwas Wichtiges, genau das, was wir gerade brauchen. Um die Besitz kümmern, um die Finanzen kümmern, zur Ruhe kommen, geduldig zu sein, die Tage auch mal genießen oder etwas machen in Natur oder etwas Wertvolles in Besitz nehmen, ohne festzuhalten. Und das ist hier diese Bewegung Sonne im Stier, im Erdeelement. Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Fischen. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und hat einen Einfluss auf unserem Alltag und beeinflusst unseren Gefühlen. Nicht nur, weil gerade im Wasserelement sich bewegt und Wasserelement hat einen Bezug zu unseren Gefühlen, sondern Mond herrscht über unserem Unbewussten. Mond hat einen Einfluss von Sternbild Walfisch. Dazu gibt es eine Geschichte. Es gab eine Königin Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die Schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, Poseidon. Und Poseidon schickte an Seeungeheuer diese Walfisch an diesem Königreich, die prahlenden Königin zu bestrafen. Und das ist dieser Walfisch, was gerade einen Einfluss hat auf die heutige Mondbewegung. Dieser Seeungeheuer, dieser Walfisch kam auch an, aber er handelte nicht so, wie Poseidon das befohlen hat, sondern er nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. In die Nähe war Medusa. Medusa ist die furchterregenden mit ihren Schlangenhaaren. Und die Geschichte erzählte, jeder, der Medusa erblickt, hat Angst und ist unbeweglich wie ein Stein. Dann kam Perseus im Spiel. Perseus war ein Held mit Heldentaten und Perseus befreite Andromeda und tötete Medusa. Perseus verliebte auch an Andromeda und die beiden haben auch geheiratet. Und dieser Moment, wo Perseus Medusa getötet hat, wurde vom Medusas Leib Pegasus geboren,
Pegasus ist ein geflügelten weißen Pferd und symbolisiert die Befreiung. Befreit zu sein von unserem Ängsten. Und bei dieser Geschichte ist wichtig, auf diesem Seeungeheuer achten, dieser Walfisch, weil diesem Stammbild Walfisch hat einen Einfluss auf die Mondbewegung. Das heißt, jemand versucht uns bedrohen oder etwas vorschreiben oder anderes handeln, wie handeln sollte. Dieser Mondhaus, wo Mond sich gerade bewegt, heißt Revati. Das ist die letzte Mondhaus bei diesem 27 Mondhäuser und bedeutet etwas zum krönenden Abschluss bringen, etwas zu Ende bringen. Hier am Ende des Flusses befindet sich ein Stern Achenar, bedeutet auch übersetzt Ende des Flusses, hat auch eine Wirkung auf diese Mondbewegung und das heißt diese Quelle suchen, aber auch finden. Und diese Quelle ist nichts anderes als unsere Intuition. Mars bewegt sich hier in den Zwillingen. Mars ist die Kraft und Mut, was alles in Bewegung setzt. Oder mit Mars-Energie können wir uns durchsetzen im Leben. Das ist die Zwilling-Färbung dazu mit Leichtigkeit oder Handlungen, Gesprächen. Das ist wichtig, uns zu behaupten. Mars ist männlich und symbolisiert auch die Männer. Und sie brauchen die Luft zum Atmen, sie brauchen die Leichtigkeit, auch ein gewisser Freiraum, Neuorientierung, haben auch die Interesse, etwas verändern in ihrem Leben und suchen die Möglichkeiten. Was erschwert ein bisschen diese Orientierung, das ist hier dieser Drachenkopf, weil das zeigt, das ist genau das, was du noch nicht kennst, was du entdecken sollst. Und es ist nicht einfach, wenn man klare Entscheidungen treffen muss. Merkur bewegt sich hier im Stier. Und hier bei Merkur-Energie handelt sich um Handlungen und Gesprächen oder Terminen oder Verträgen. Und das hat einen Bezug mit Besitz und Finanzen. Also es ist gut möglich, dass wir gerade einen Vertrag unterschreiben und das hat mit unseren Finanzen etwas zu tun. Jupiter ist gerade rückläufig. Grundsätzlich, Jupiter vermehrt etwas. Diese Rückläufigkeit bremst aber. Und das hat auch einen Sinn. Entweder ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt, etwas vergrößern, oder wir sollen noch etwas überprüfen. Jupiter hat auch mit Gerechtigkeit auch etwas zu tun, weil Jupiter verdreht die göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das heißt, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück. Das ist ein Gesetz, ein kosmisches Gesetz oder göttliches Gesetz. Jupiter öffnet aber auch unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Und hier im Wasserelement spüren wir das auch. Entweder fühlen wir uns enttäuscht oder hilflos oder haben wir mal Wut und möchten die Gerechtigkeit vertreten. Diese Rückläufigkeit bedeutet, es ist schwierig, das bremst etwas oder hat das mit Vergangenheit was zu tun. Und das kann auch karmischen Themen sein. Nicht nur Jupiter bewegt sich hier in Skorpion, sondern unserem Planet Erde auch und zeigt, hier manifestiert sich etwas. Im Wasser etwas manifestieren ist nicht einfach.
sondern das Wasser zeigt über die Gefühle, wird das so weit kommen, dass ihr etwas manifestieren könnt. Also ein Hinweis darauf, wie wichtig das ist, gerade auf unseren Gefühlen achten und transformieren. Das sind Erneuerungsprozesse und das betrifft nicht nur uns persönlich, sondern auch unseren Planet Erde. Venus ist eine weibliche Energie und symbolisiert uns Frauen. Was passiert gerade? Das zeigt hier die Widderenergie. Wir brauchen gerade Kraft und Mut. Viele Frauen stehen auf einen Neuanfang oder orientieren sich neu. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Saturn ist rückläufig hier im Schütze. Diese Rückläufigkeit bedeutet Vergangenheit, oft karmischen Themen. Und das hat mit Vergangenheit was zu tun. All das, was wir schon erlebt haben in früheren Leben. In diesem Weg sind wir schon gegangen. Und das zeigt Saturn nochmal. Und Saturn belehrt uns, von etwas befreit zu sein oder klären. Außerdem wird das durch diese karmischen Knoten nochmal betont, weil Saturn befindet sich exakt auf diesem Knoten und diese absteigende Mondknoten oder Ketu symbolisiert Vergangenheit. All das, was wir in früheren Leben schon erlebt haben. Nicht nur Saturn ist auf diesem Knoten, sondern eine rückläufige Pluto-Bewegung nähert sich auch exakt auf diesem Punkt. Und Pluto zeigt, bleib konzentriert, konzentriere auf dem Wesentlichen, lass alles los, was deine Energie, deine Kraft stört. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, ist im Widder. Und durch diese Veränderungen kommen auch die Neuigkeiten und das, was die Widder auch zeigt. Neptun ist gar nicht einfach zu verstehen. Ich würde sogar sagen, Neptun kann man gar nicht verstehen. Neptun sollte man fühlen. Das ist die Intuition, die Inspiration, die Träume, die Fantasie, es ist alles Neptun. Und damit möchte ich nicht sagen, dass das gut ist, in einer Traumwelt zu leben. Wir sollen realistisch sein und bodenständig. Aber wir dürfen erlauben, Träume zu haben, eine Vision zu haben. Und wir brauchen eine Vision zu unserem Leben, sonst wissen wir gar nicht, wie das weitergehen soll. Wir brauchen eine Vorstellung über unsere Zukunft. Und wenn wir da die Aufmerksamkeit lenken und wir vertrauen unseren Träumen und wir sind davon überzeugt und haben wir diese Kraft, diese Überzeugungskraft, dann kann ein Traum auch wahr werden. Und das, was uns Neptun zeigt hier im Wassermann. Pluto habe ich schon erwähnt. Jetzt noch die Verbindungen. Weil das bedeutet in Astrologie, dass Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich und sie sind miteinander verbunden. Das ist wie ein Netzwerk. Man könnte sagen, sie kommunizieren miteinander. Und das sind diese Verbindungen. Sonne steht mit Mars in einer Verbindung, eine harmonische Verbindung. Und das bedeutet, dass wir mehr Klarheit haben, in welche Richtung sollen wir unsere Kraft einsetzen. Bei Männern kann auch bedeuten, eine gute Verbindung zum Vater. Mond steht mit Merkur in eine gute Verbindung. Und das heißt Gespräche über Gefühlen oder gefühlsvolle Gespräche. Mond steht mit Venus auch eine schöne Verbindung
Und das ist Glück in die Liebe, Partnerschaft und auch sehr emotional. Saturn nähert sich Merkur gegenüber. Das heißt, Merkur bewegt sich vorwärts, Saturn rückwärts und sie treffen sich bald. Und diese Verbindung, was in die Tagen entsteht, es ist schon Annäherung, es ist jetzt schon wirksam, aber noch nicht exakt ist diese Begegnung. Das löst dann einen sogenannten Quinkungsaspekt aus, was ich immer wieder vergleiche mit einem Pendel. Das könnt ihr so vorstellen. Ein Pendel, der unbeweglich ist und jemand fragt, ihr sollt beschreiben, in welche Richtung wird diese Pendel ausschlagen. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Genau das löst aus diese Verbindung zwischen Merkur und Saturn. Und es handelt sich um ernsthaften Gesprächen und Handlungen, auch Lernen und Lernaufgabe, vielleicht sogar Prüfungen in unserem Leben. Und das muss erstmal erkennen. Und entsteht diese innere Unsicherheit, wo wir vor ein Rätsel stehen und sagen, ja, ich weiß es nicht, was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. Merkur und Neptun steht in einer Spannungsverbindung. Neptun ist zwar traumhaft schön, aber kann auch trügerisch sein. Und das ist nicht der Planet Neptun, sondern wenn wir diese Energie missbrauchen. Weil Neptun lässt die Fantasie ausdehnen. Und dadurch entsteht auch wie ein Märchenwelt. Und wenn jemand das erzählt, märchenhaft schön, und stellt das glaubwürdig dar, entspricht aber Halbwahrheiten, dann führt das zum Täuschung und Enttäuschung. Also wir sollen gerade vorsichtig sein, in welchen Informationen wir erhalten und immer die Frage stellen, ist das die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Weil eine Lüge kommt immer honigsüß verpackt oder klingt wie ein Traum. Also Vorsicht von Betrug. Genau die Richtung zeigt auch dieser Yi Jing-Symbol. Hier dieser Blatt verdeckt die Augen, das heißt Blindheit, also blind von Ahnungslosigkeit oder blind von lauter Verliebtheit. Und dieser Yi Jing erzählt diese Verlockung, dass jemand erzählt etwas und es entspricht nicht die Wahrheit. Oder jemand versucht uns in eine Falle locken und wir sind blind oder gutmütig und glauben wir das. Also dieser Yi Jing-Symbol zeigt genau das, was Neptun und Merkur-Spannung auch aussagt, Vorsicht. Und jetzt zu diesem tibetischen Astrologie mit vollen Symbolen. Die Energie nach außen ist sehr feurig. Und Feuerelement bedeutet, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Das kann natürlich die Begeisterung sein und Leidenschaft. Aber wenn wir Wut haben und unsere Emotionen kochen hoch, das ist auch Feuer, eine innere Feuer, dann brennt das. Und genau diese viele Feuer kann in diese Richtung etwas zeigen, dass etwas kommt auf uns zu und entspricht nicht die Wahrheit. Und wir entdecken das auch und entsteht dadurch Enttäuschung und vielleicht sogar Wut. Und das sollen wir in Ordnung bringen, die Ruhe bewahren und hier die beiden Zahl 4, die römischen
Und die arabische Zahl 4 zeigt auch, wie wichtig das ist, die Struktur, dass das nicht aus der Ruder geraten ist, sondern wir brauchen Sicherheit, Stabilität und Struktur. Und diese Figur heißt Feuerhase, das ist die Energie heute, die Tagesenergie, und das bedeutet die Frieden, die Harmonie bewahren. Wir brauchen Geborgenheit. Trotz dieser Feuer und Aktivität sollen wir eher zurückhaltend sein. Wir brauchen heute gute Menschenkenntnisse, vorsichtig zu sein. Und das ist für uns eine Art Therapie oder Heilung. Und das fühlen wir auch. Und wir sollen auf unserem gesundes Bauchgefühl hören. Heute haben wir einen guten Sinn für Kunst, Kreativität, Ästhetik. Und die Zahlen haben natürlich auch Bedeutung und auch die Jahrgänge. Die 1927 Geborenen und die 1987 Geborenen haben die gleiche Energie, wie die heutige Tagesenergie ist. Die Glückszahl ist die Zahl 1 im Metallelement und das heißt etwas bereinigen, etwas klären und selbst handeln oder in eigenen Meinung vertreten. Die Fokus ist die Zahl 4 im Erdelement, die Sicherheit, Stabilität bewahren, die Struktur, die feste Boden unter unseren Füßen und auch auf die Finanzen achten. Die Schicksalszahl ist die Zahl 7 im Feuerelement. Die Farbe ist etwas heller als zum Beispiel hier. Das ist nicht so feurig, aber immerhin Feuerelement. Und das heißt, die Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen und auch aktiv sein. Also nicht davorlaufen und auch nicht zulassen, dass jemand uns auf die Seite schiebt, sondern auch mal Kraft und Mut zeigen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera.